Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video. Nummer 38 sollte das sein. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung dieser Woche. Und ich würde sagen, ohne große Wenn und Aber legen wir direkt los mit dem ersten Team. Denn das erste Team ist ja an der Stelle von Benjamin Steger. Wie auch immer, mein Freund. Danke fürs Einsenden, Benny. Und zwar schreibt er uns hier an der Stelle Hashtag Team Osoru. Hier ist mein Super Saiyan 3 Team. Die Rotationen sind nebeneinander, alles klar. Und Gotex und Goku GT sind aus. Sind die rausrotieren, okay, sind Rotationscharaktere, alles klar. Dann schauen wir uns das Team hier mal an der Stelle an. Wir haben ein Super Saiyan 3 Team. Super Saiyan 3 Bardock ist an der Stelle der Leader. Alle Charaktere sind in der Kategorie, beziehungsweise gehören zum Leader-Skill. Denn unser Boy Bardock gibt ja auch zusätzlich Int-Charakteren, also Super Int besser gesagt. Super Int-Charakteren, Ki plus 3 auf jeden Attribut 90%. Und deswegen passt Ultra Instinct Goku auch zum Team-Setup. Daher haben wir auf jeden Fall hier schon mal 6 von 10 Punkte. Alles Max Level, Max Awaken, yes, das sind sie. Dann sind wir hier schon mal bei 8 von 10 Punkten. Alles klar, das Team an der Stelle, wie unser Boy gesagt hat, erhält Super Saiyan 3 Goku mit Super Saiyan 3 Angel Goku in einer Rotation. Das ist sehr, sehr gut. Die teilen sich sehr gute Linkskills. Und in einer Rotation haben wir hier Super Saiyan 3 Bardock mit Ultra Instinct Goku. Das ist auch nicht schlecht, denn die beiden haben zum einen, was quasi Bardock durch niemand anderen bekommt, wenn ich das so spontan sagen darf. The First Awakens sind 25%, die sich unter anderem teilen. Zusätzlich zu den anderen Links, die sich sonst teilen. Ansonsten haben wir als Rotationscharakter Super Saiyan 3 Gotenks. Der ist individuell sehr, sehr stark, kommt allein ganz gut zurecht. Und ein Supporter mit Super Saiyan 3 Goku GT. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Das hast du gut gesetzt. Aber schauen wir uns mal die Charakterliste an. Und zwar, das sind seine Super Saiyan 3 Charaktere. Und by the way, Shoutout an Benny. Der hat das wirklich sehr, sehr gut hier gefiltert nach seinen Super Saiyan 3 Charakteren, nach dem Dupe-System. Perfekt. Warum? Denn sein Team ist ja von den Super Saiyan 3 Charakteren. Leader Skill gehört zu den Super Saiyan 3 Charakteren und den Super Int Charakteren. Deswegen wirklich Shoutout an Benny. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gefiltert, wie gesagt. Und ich hoffe mir von jedem, dass er das auch da ein Beispiel an ihm nimmt und das dann in Zukunft auch so macht, weil das ist auf jeden Fall übersichtlicher für mich und dann kann ich auf jeden Fall euch besser helfen. Alles klar. Wir haben jetzt da Ultra Instinct Goku auf 90%. Er bekommt aber nur 90% durch den Leader Skill. Durch beiden, also 2×90. Ich würde daher viel lieber einen weiteren Super Saiyan 3 Kategorie Charakter nehmen, statt Ultra Instinct Goku, der dann wirklich den besseren Leader Skill bekommt. Und da hast du auch wirklich eine gute Option, zum Beispiel den neuen Super Saiyan Agel Goku. Wenn wir uns den Graph hier mal ansehen, ich habe beide nebeneinander gesetzt. Die anderen Rotationen sind auf jeden Fall fix. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Mit Angel Goku, Dreifach Goku, teilen sich 5 Linkskills. Gotenks als Rotationscharakter und Supporter Super Saiyan 3 Goku GT. Jetzt habe ich trotzdem quasi dir die Wahl hingestellt. Du hast wirklich nichts Falsches gemacht. Ultra Instinct Goku kannst du auf jeden Fall halten, wie wir sehen. Der teilt es mit Bardock in einer Rotation 4 Linkskills. Und der andere Agel Super Saiyan Goku teilt sich auch 4 Linkskills. Agel Super Saiyan Goku hat hier Super Saiyan, Prepare for Battle, Fierce Battle und Experience Fighters. Und Ultra Instinct Goku sollte haben Over the Flash, Prepare for Battle, Fierce Battle und The First Awakened. Sind mehr oder weniger gleiche Linkskills. The First Awakened gibt quasi ein bisschen mehr als Experience Fighters. Dennoch, wie gesagt, weil eben Super Saiyan Goku besseren Leader Skill bekommt, würde ich eigentlich dir raten, mit Super Saiyan 3 Goku zu spielen. Auch wenn dein Bardock auf 90% ist, dein Angel Goku, sag ich. Dein Super Saiyan Goku hat auch einen Dupe. Und Bardock ist vor allem ein guter Charakter, der ihn durch seine Transformation hinweg gut mit Linkskills versorgt. Denn er hat Super Saiyan Fierce Battle, Experience Fighter, sagt er. Und er hat Prepare for Battle und bekommt dann quasi, wenn Agel Super Saiyan Goku sich zum Super Saiyan 3 transformiert, ab der Stufe, bekommt er Over the Flash, verliert Prepare for Battle. Aber Bardock hat Over the Flash für ihn. Deswegen würde ich eigentlich dir echt empfehlen, mit dem Agel Super Saiyan Goku zu spielen. Der ist auf jeden Fall besser aufgehoben. Was heißt auf jeden Fall? Also er ist besser aufgehoben, meiner Meinung nach. Mit dem Uyoku machst du trotzdem nichts falsch, weil er zum Niederskill gehört, wie gesagt. Dennoch kannst du, wenn ich das so sagen darf, hast du wirklich dein Team richtig gemacht. Du kannst auch mit Uyoku spielen. Aber meine Empfehlung an dich, wenn wir es so sagen, wäre eigentlich mit Agel Super Saiyan Goku zu spielen. Der hat nämlich auch einen Dupe, bekommt dann Niederskill den besseren. Und über die ganze Transformation hinweg ist er wirklich mit Bardock sehr, sehr gut in der Rotation. Genau, und so viel dazu. Kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Cake. Cake, lieben Dank fürs Einsenden hier an der Stelle. Cake Games, Dankeschön. Ups, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gesprungen. Und zwar schreibt uns Cake hier an der Stelle. Hashtag Team Osoru, hey, ich habe dir mal mein Movie Bosses Team gesendet. Movie Bosses. Geil. Thales. Ach, Thales, zieh ich dich irgendwann. Irgendwann, Thales. Und wollte fragen, ob man an dem Team noch was verbessern könnte. Also dann schauen wir hier auf jeden Fall mal an der Stelle rein, was uns unser Boy hier zusammengebastelt hat. Und zwar haben wir hier an der Stelle
Ein Movie-Boss-Team mit Thales. Thales sieht so geil aus, Mann. Und Ella Bojack auch noch. Alles klar, jedenfalls, jeder Charakter gehört zu der Kategorie, zu den Movie-Bosses erst. Yes, das tun sie. 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, Max Awakened. Yep, 8 von 10 Punkten haben wir schon mal an der Stelle. Ansonsten, das Setup funktioniert. Funktioniert auf jeden Fall. Ist vielleicht ein bisschen überfüllt, weil wir keinen Support haben. Beziehungsweise haben wir eigentlich einen Supporter, nämlich Thales. Thales gibt ja jedem Key plus 3 auf Attack 40%. Schauen wir uns mal die Charakterliste an. An deine Charakterliste würde ich eigentlich mal so sagen: Hast du das richtig gemacht? Du hast deine besten Charaktere gewählt. Deswegen würde ich dir noch einen extra Punkt geben. Auf jeden Fall 9 von 10 Punkten. Denn du hast aus deiner Charakterliste, wie gesagt, das Beste gemacht. Natürlich hätten wir noch einen Great Ape Thales. Aber der ist kein Muss, wenn wir die anderen Charaktere ansehen. Die sind da besser. Auch wenn wir diesen Great Ape Thales in einer Rotation mit Thales lassen könnten. Die geben sich wirklich sehr, sehr gute Linkskills. Dennoch sind die anderen Charaktere in einer Rotation selbstständig wirklich auch sehr gut. Finde ich mal auf jeden Fall an der Stelle sagen. Aber wenn wir uns mal unseren Grafen anschauen. Dann habe ich das folgendermaßen gemacht. Wegen Rotation kann man sich hier nämlich streiten, beziehungsweise kann man sich hier ein bisschen hin und her entscheiden. Oder das meinte ich dann eben, dass es ein bisschen vollgepackt ist. Denn wir hatten eine sehr gute Rotation mit Cooler und Freezy. Die teilen sich 6 Linkskills, das ist sehr, sehr solide. Wenn zumal Shocking Speed noch dazu kommt, ist ein weiterer Linkskill. Also ab der Transformation von dritten Form Freezer ist wirklich sehr, sehr cool. Aber also Janemba steht ganz unten rechts, weil Janemba würde ich rein und raus rotieren. Janemba würde ich rein und raus rotieren, der macht als Rotationscharakter seinen Job hier an der Stelle. Für das, was er machen muss, gut. Individuell ist er ein bisschen tanky, macht Schaden, kann dodgen. Deswegen setzen wir den als Rotationscharakter, denn wir haben wie gesagt eine sehr gute Rotation, aber wir hatten auch 2 weitere gute Rotationen. Nämlich zum Beispiel den Friend Thales mit Bojack oder Thales, sei es sein eigener oder Friend, mit LR Broly. Jetzt hat hier die Frage an dich, beziehungsweise musst du selbst für dich selbst entscheiden, wie du die Rotation halten willst. Willst du deinen eigenen Thales mit LR Bojack halten? Kannst du auf jeden Fall machen. Sie teilen sich zwar nur zwei Linkskills, das sind aber Thirst for Conquest und Big Bad Bosses, aber ihr dürft nicht vergessen, Thales gibt durch seine Passive Key plus 3 auf den Angriff 40%, deswegen ist da Bojack auf jeden Fall gut aufgehoben. Selbes gilt für Broly an der Stelle, der bekommt dann noch quasi Prepare for Battle hinzu. Und Fierce Battle und Sane Warrior Race sollte das eigentlich sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann an der Stelle, wie gesagt, musst du quasi, dein Setup funktioniert, musst aber quasi für dich selbst entscheiden, welche Rotation willst du halten. Willst du dein Thales mit Broly halten oder dein Thales mit LR Bojack oder eben beide Thales in einer Rotation mit LR Bojack, LR Broly, dann müsst du quasi die andere Rotation mit Cooler und Freezer brechen, die würden dann immer rein und raus rotieren. Wäre nicht schlimm, legen sich schon solide mit Thales, mit den anderen ist ein bisschen grenzwertig, aber wegen Thales, sobald ihr Thales in einer Rotation habt und immer haltet, sind die anderen Charaktere, die reinkommen, wirklich solide gedeckt mit Key plus 3 Attack plus 40%. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch an der Stelle. Aber Freunde, ich würde euch noch gerne etwas zeigen. Und zwar wurde ich ja zum einen oft gefragt, ey Ozaru, welcher Charakter linkt sich denn sehr gut mit LR Bojack? Viele haben LR Bojack, wissen nicht, wie man mit ihm umgeht. Nun Freunde, da würde ich euch gerne ein Tool zeigen. Das ist Dokkan Battle Builder. Ich setze den Link in die Beschreibung da. Quasi hole ich mir die Graphen, baue die ganzen Graphen für euch zusammen. Genau. Und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Seite abzuchecken. Dokkan Battle Builder. Auf Google, wenn ihr das eingibt, findet ihr es. Der Link ist in der Beschreibung. Hier könnt ihr zum Beispiel einstellen. Ihr geht, normalerweise ist es immer so die Ansicht. Dann werdet ihr Charaktere, dann zeigt es an, okay, die linken sich so gut, dass es mit dem Linkskill, bla bla bla. Aber wenn ihr quasi auf Advanced klickt, dann könnt ihr einstellen, dass die Charaktere gezeigt werden, mit dem sich der Charakter, den ihr auswählt, zum Beispiel LR Bojack hier an der Stelle, mit wie viel Linkskills dieser sich linkt. Und zwar, wenn ihr einmal hochgeht, auf Show All drückt, dann zeigt es euch direkt an, diese Charaktere linken sich mit mindestens 5 Linkskills. Das habe ich hier oben eingestellt, 5 Linkskills. Ich könnte es auch höher stellen, 6 Linkskills, 7 Linkskills. Gibt es hier an der Stelle nicht, das wäre 1 und 1 der identische Charakter. 6 Linkskills linkt sich natürlich seine Theorie-Version. Heißt, wenn ihr da quasi noch einen Bojack übrig habt und ihn spielen wollt in einer Rotation, könnt ihr es auf jeden Fall machen. Aber 5 Linkskills sind hier an der Stelle, wie ich euch immer sage, der AGL Full Power Bojack oder der Strength Full Power Bojack. Wobei der AGL besser ist als der als der Strength, deswegen, wenn ihr den AGL Bojack habt, nutzt ihn, sie linken sich wirklich so solide, der AGL sollte man auch nicht unterschätzen, bekommt 90% auf den Angriff, da, und in der Combo hier teilen sie auf jeden Fall gut Schaden aus, wenn ihr den auf SC10 habt,
beispielsweise. Könnt ihr auf jeden Fall so linken. Ansonsten könnt ihr auch gucken, okay, wenn ihr die nicht habt, geht ihr einmal runter. Okay, mit 4 Linkskits linkt sich leider niemand. Mit mindestens 3 Linkskits linken sich schon hier die Thales, Freezy und so weiter und so fort. Das könnt ihr, wie gesagt, mit jedem Charakter aussuchen. Ist so ein nettes Tool, was ich euch zeigen wollte. Zum Beispiel, wenn ihr Bojack nicht haben wollt, könnt ihr mal für Bugus reingucken. Wer links da mit 5 Linkskits. Oh, und da sehen wir schon, das sind schon einige auf jeden Fall. Das sind natürlich auch andere Virus und so weiter und so fort. Das soll ich auf jeden Fall mal zeigen, damit ihr da quasi auch selbstständig nachschauen könnt. Das andere ist, Osaru, ich habe LR Bojack gezogen, aber ich kann ihn nicht awaken. Denn sein Story-Event ist nicht online. Wann kommt sein Story-Event wieder? Tada! Freunde, momentan ist sein Story-Event nicht online, indem ich das Ganze aufnehme. Aber ihr könnt die Bojack-Medaille, wie ihr es hier seht, aus dem Hero Examination Plan-Event. Das ist dieses Event hier erfahren. Das ist momentan täglich online wegen der Celebration. Ist eigentlich nur am Wochenende online. Wenn ihr da auf Stage 10 geht, dann droppen die Story-Event-Medaillen von Bojack. Und Freunde, schaut aber in der Beschreibung nach von der Stage, denn es gibt Beschränkungen. Auf dieser Stage zum Beispiel steht ihr dran, Stage-Beschränkung, ihr dürft keine Agel-Charaktere mitnehmen und keine Villains. Und da müsst ihr quasi hier in die Stage reinkommen können. Wenn ihr schon auf die Stage draufklickt und kein Friend wählen dürft, weil da so ein Ausrufezeichen ist, ihr könnt trotzdem den Friend wählen, dann müsst ihr quasi euer Team in den Teamauswahl umändern. Ich teste das mal einfach mal ganz kurz, ich schaue mal kurz nach. So, und zwar geht ihr quasi, wie gesagt, auf Story und dann geht ihr runter auf Hero Examination Plan. Hier klickt ihr auf die Information, dann steht da dran, genau wo was wie Job und auf Stage 10, was steht hier dran denn? Da steht dran, All Agile Type Characters Band, okay, heißt, wir sollten eigentlich, ich guck mal einfach ganz kurz, welches Team wir nehmen können, ob es quasi trotzdem jeder Typus vorhanden sein muss oder nicht, wenn wir einfach mal reingucken und dann, wie gesagt, es kann sein, dass ihr euren Friend nicht auswählen könnt, ich kann das hier zum Beispiel, aber wenn da so ein Ausrufezeichen ist, könnt ihr trotzdem was anklicken und zwar müssen da, okay, da dürfen keine Agile-Charaktere drin sein, ansonsten könnt ihr alles mitnehmen, zum Beispiel, wenn ich das Team einfach mal so baue, die zwei Agile-Charaktere raushaue und dann sollte das reingehen, also ihr dürft da nur keine Agile-Charaktere mitnehmen und keine Villains, es muss dann noch ein Heroes-Team sein, und zwar, wenn ich das mal hier so reinhaue, boom, boom, dann mit dem Team könnt ihr zum Beispiel hier rein, ja, das ist ein Heroes-Team ohne Agile-Charaktere und dann könnt ihr die Stage da machen an der Stelle. Also achtet immer, wie gesagt, am besten darauf, was da denn drin steht, was da drauf steht, was ihr mitnehmen könnt, nicht mitnehmen dürft. Da steht wirklich in den Event-Beschreibungen dran, ohne Probleme, macht es einfach. Die LR-Virus-Medaille habe ich, wie gesagt, in meinem Showcase gesagt oder in dem Banner-Preview damals, die findet ihr, das Story-Event ist auch nicht online, die ersten drei Medaillen findet ihr in dem anderen Hero Examination Plan Event, das heißt Hero Examination Plan Event, Evil Power Strikes Back auf Stage 14. Wie gesagt, guckt einfach hin, welche Beschränkungen es gibt, baut euer Team dementsprechend und dann hoppt das in das Event rein und da könnt ihr die Medaillen farmen unter anderem. Okay, aber kommen wir zum nächsten Team an der Stelle. Das nächste Team ist hier von Matto. Hashtag Team Osaru, das ist mein Protara-Team. Alles klar, dann gucken wir uns mal ein Protara-Team an der Stelle an. Wir haben Kefla als Dealerin, sehr cool, Protara-Dealerin, Key plus 3, jeden Protara-Charakter 150% Key plus 3, wie gesagt. Alle Charaktere gehören dem Leader-Skill. Yes, das tun sie. 6 von 10 Punkte, alle sind Max-Awaked. Yes, das sind sie auch. Ja, warum sage ich immer yes? Yes, das sind sie auch. 8 von 10 Punkten. An der Stelle ist das Team wirklich sehr solide. Gucken wir uns mal die Charakterliste an. Würde ich auch nichts Großes ändern. Wir haben ja ganz klar zwei Rotationen. Rosé mit LR Goku Black. Die andere Tech Vegetalu mit physisch Vegetalu zum Beispiel. Tech Vegetalu als Supporter kann man rein und raus. Und den Kefla genauso. Also das auf jeden Fall von deiner Charakterliste alles richtig gemacht. Gibt es von mir 9 von 10 Punkte. Danke für die Einsendung. Gut, und das letzte Team für heute ist von Zosinio. Zosinio, geiler Name. Ey, also ich bräuchte dir mal ein Team für Super Battle Road und hab da mal was gebastelt. Ich hoffe, du könntest mir da helfen, Hashtag Team Osaru. Also ja, Super Battle Road ist ja auf jeden Fall gerade ein Ding. Ich versuche immer wieder Super Battle Road Format Videos für euch rauszuhauen. Das erste gab es gestern mit Super Agel. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, falls ihr da Fragen habt zu Super Agel. Und lasst mich da in den Videokommentaren wissen, welche ihr als nächstes sehen wollt. Und dann bemühe ich mich quasi darum, das euch alles beizubringen. Aber wenn wir uns mal das Team hier ansehen von unserem Boy Zosinio, ist echt ein cooler Name, um ehrlich zu sein, dann haben wir ein Super Tech Team. Also Super Battle Road. Wir haben Super Saiyan 3 Angel Goku als Leader. Dann haben wir LRGF, sehr gut. LR Satan, Super Saiyan Figurita, C18 und Vegito. Erstmal so, außen vorweg, das Team stimmt. Alle gehören zu mir, Skill 6 von 10 Punkten. Also Max 8 von 10 Punkte. Aber für das Super Battle Road würde ich es dennoch ändern. Vor allem Mr. Satan. Auch wenn er LR ist, weil der auf 100%, der ist, linkt sich in dem Team nicht so gut. Und da gibt es bessere Charaktere, die du auswählen könntest. Da müsst ihr quasi nicht jeden LR als LR betrachten, vor allem beim Super Battle Road nicht. Da müsst ihr schon gucken, wer hat was drauf. Eine sehr gute Wahl, sehr drei wichtige Charaktere sind auf jeden Fall dein Leader. Angel Goku, LRGF, sehr, sehr gut. Hältst du auf jeden Fall in deiner Rotation, am besten mit Super Saiyan 4 Gogeta. Denn Super Saiyan 4 Gogeta, meine Freunde, hat hier Shocking Speed over the Flash Fierce Battle und senkt durch die Passive Angriff und Verteidigung des Gegners bzw. von Extreme
Gegner von Villains und im Super Bad Road kämpfen wir nur gegen Villains, haben auch immer Typenvorteile, deswegen halt hältst du auf jeden Fall dein vierfachen Gorita mit LRGF in der Rotation. Und ja, ich habe das zwar in meinem Showcase zum Teambuild Showcase von LRGF nicht gesagt, aber Freunde, genau das soll ich im Endeffekt erreichen. Viele haben in den Kommentaren geschrieben, ey, du hast Super Saiyan 4 Gorita vergessen, du hast, der macht das und das und das. Ihr habt recht, meine Freunde. Und keine Sorge, das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe ihn nur nicht erwähnt. Warum? Denn wenn ich das von meiner Perspektive betrachte, dann habe ich quasi alles richtig gemacht, wenn dann Feedback kam mit, ey, Osoru, du hast Super Saiyan 4 Gorita vergessen. Ey, Osoru, Super Saiyan 4 Gorita ist sehr, sehr gut. Warum? Denn ich habe euch die Kriterien genannt für die Linken-Partner, für die Partner, die gut sind, für LRGF. Und da habe ich euch genannt, es wäre gut, wenn er mindestens, wenn er Shocking Speed hat, oder wenn er Flash, Fierce Battle und auf irgendeine Art und Weise den Angriff des Gegners senkt. Und dass da euch direkt vierfach Gorita in den Sinn gekommen ist, da habe ich quasi im Endeffekt, da kann ich mir einen Eigenlob geben, alles richtig gemacht. Ich habe ihn nicht erwähnt, da gebe ich euch recht. Aber wenn man so ein Video zusammen erstellt, dann merkt ihr, da fallen sehr, sehr viele Worte. Da kann es mal vorkommen. Aber umso besser, dass ihr da quasi dann in den Kommentaren direkt reagiert habt und gesagt habt, ey, vierfach Gorita, ein sehr, sehr guter Partner. Und ja, das ist auch. Also jetzt auf jeden Fall vierfach Gorita in der Rotation mit einem LRGF. Die andere ist jetzt schwierig. Die andere ist schwierig. In dem Set, also ich sag mal so, meine Freunde, du hast, glaube ich, leider, wenn wir uns mal die Charakterliste ansehen, leider kein Super Saiyan 3 Gotenks. Nee, leider nicht. Ich habe das damals in Super Saiyan 3 Gotenks im Team gehabt, weil ich als Friend dann vierfachen Gogeta genommen habe. Zwei vierfache Gogeta ist nicht verkehrt. Er gibt zwar Tech-Charaktere nur 50%, aber Fusion-Charaktere dann den besseren Boost. Da hatte ich dann quasi vierfachen Gogeta als Fusion-Charakter und dreifache Gotenks. Habe das geschafft so in dem Setup. Natürlich mit ein paar anderen Charakteren komme ich gleich noch zurück. Aber warum zwei vierfachen Gogeta? Denn wegen dem Ulti-Dodgen. Der hat eine hohe Chance, Ulti zu dodgen, mit seiner Passive Angriff und Verteidigung des Gegners senken von Enemies, also Villains. Und das sind sie in Super Bad Road, wie gesagt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das werdet ihr merken. Die Sache ist aber folgende. Du hast leider nur FIFA Gorita als Fusion-Charakter. Deswegen würde ich dir eigentlich empfehlen, auch nicht Super Saiyan 3 Angel Goku als Friend zu nehmen. Nimmt nicht. Wenn ihr eigenen Super Saiyan 3 Angel Goku habt, dann nimmt ihn. Als Eigenleader, aber nicht als Friend. Warum? Denn er gibt nicht viel her für Super Bad Road. Er hat seine Rare Chance zu stun, aber es ist Rare Chance. Besser gibt da wirklich her FIFA Gorita, wenn ihr da mehrere Tech-Fusion-Charaktere habt. Oder jetzt neuerdings LRGF. Wenn ihr einen sehr guten LRGF mitnimmt, er gibt 90% für Tech-Charaktere. Er selbst ist sehr, sehr solide. Wenn ihr den einen packt mit FIFA Gorita, wie gesagt, den anderen mit einem anderen guten Rotationscharakter, zum Beispiel mit C18. Ja, wobei C18 würde vielleicht viel Schaden bekommen, aber vielleicht mit irgendeinem anderen, wir werden gleich verschiedene Charaktere ansehen. Dann solltet ihr auf jeden Fall sehr gute Chancen haben. Aber apropos andere Charaktere, denn ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, mich auf dein Leader festsetzen, FIFA Gorita und LRGF. C18, sehr gut, kannst du mitnehmen, ist ein Orb-Changerin, aber immer rein und raus rotieren, sollst du aufpassen. Tech Vegito ist ein Supporter, gibt auch gut Attack und Death Boost, muss aber auch aufpassen, dass er nicht viel Schaden bekommt. Ansonsten würde ich wirklich auf Elezata verzichten, aber welche anderen Charaktere könnte man mitnehmen? Da würde ich euch gerne mal ein paar zeigen, beziehungsweise könntest du zum Beispiel den Krillin mitnehmen als Supporter, wobei der auch viel Schaden bekommen würde. Vielleicht Candy Vegito zum Dodgen immer, dass er einfach immer Dodge und da ist. Und auch gute Linkskills teilt, so ist nicht. Aber vielleicht auch quasi könnt ihr es mit Tapio versuchen, wobei Tapio ein bisschen weniger Linkskills hat. Worauf ich hinaus will ist, Trunks. Warum Trunks? Denn Trunks, wenn wir uns mal näher ansehen, ich werde euch jetzt quasi ein paar weitere Charaktere zeigen, die man für Tech Super Bad Road mitnehmen kann. Trunks hat hier an der Stelle eine Damage Reduction, wenn Guard aktiviert ist, also wenn er einen Typenvorteil hat, und das hat er im Super Bad Road immer, hat eine Damage Reduction von 40%. Den rein- und raussortieren, der tut auf jeden Fall gut tanken, bekommt weniger Schaden als manche andere Charakter, weil er eben eine Damage Reduction hat, also könntest du vielleicht ihn mitnehmen. An der Stelle dein Team quasi hat also funktioniert, an wie gesagt, wobei ich auf den Satan verzichten würde. Und jetzt würde ich eigentlich gerne allgemein euch ein paar Charaktere zeigen für das Super Bad Road, für die Super Tech Stage, beziehungsweise mit dem Super Tech Team. Und natürlich, wenn ich ein oder andere vergesse oder wenn ihr ein oder andere Pocket Picks habt, dann hilft euch gegenseitig aus in den Kommentaren. Ich zeige euch mal ein paar auf, mit die ich benutzt habe und die ich jetzt quasi im Kopf habe. Wen ich benutzt habe, ist Super Saiyan Bardock. Er ist ein Sealer, er ist ein Orb Changer. Den kann man auf jeden Fall mitnehmen, in der Rotation immer rein, raus rotieren. Er hat wirklich seinen Job solide gemacht. Er hat den Gegner mal geseed. Der Gegner hat uns nie geultet, die anderen Charaktere, wie gesagt, FIFA Gorita und so und so fort, haben das gut getankt etc. Ich hatte dann noch auf jeden Fall LR Goku, 100% LR Goku Free-to-Play in meinem Team gehabt. Der hat dann auch auf jeden Fall gut Schaden gemacht, weil er auf 100% war, weil quasi Bardock für Orbs gesorgt hat. Aber den müsste man nicht allzu unbedingt nehmen, wenn ihr ihn habt, könnt ihr auf jeden Fall aber mit ihm probieren. Ansonsten, der, meine Freunde, das ist ein MVP für das Super Battle Road. Das ist ein SR-Charakter. Der droppt aus Bannern. Das ist SR Jaco.
Ich würde jedem empfehlen, diesen SR Jacko zu behalten, wenn derjenige vorhat, früher oder später mal Super Battle Road zu machen. Warum? Wegen seiner Passive. Make stun all enemies. Was heißt das? Das heißt, wenn er einmal auftretet im Kampf, wenn er einmal im Kampf auftritt, erscheint, dann stunt er jeden Gegner zu 100%, aber einmalig für diesen Kampf. Das ist nicht schlimm, weil ihr tut ihn dann rausrotieren. Ihr habt dann eine Runde, wo ihr keinen Schaden bekommt, da könnt ihr viel Schaden raushauen mit euren Charakteren. Und bei Super Battle ist ja so, wenn ihr einen Kampf beendet, also gegen Gegner, dann geht ihr auf den nächsten Gegner zu und da aktiviert sich dann wieder, weil das ein neuer Kampf ist, das ist ein neuer Kampfbeginn. Und das ist quasi Mace on All Enemies, ist eine hundertprozentige Chance, aber einmalig pro Kampf. Tut es aber wie gesagt resetten, sobald ihr einen Gegner besiegt und zum nächsten geht, also zum nächsten Team des Gegners in Super Battle. Ihr wisst, was ich meine an der Stelle. Wir kämpfen ja insgesamt gegen 4 und das tut es halt immer resetten. Heißt, sobald ihr quasi der einmal erscheint, sind alle gestunt, den tut ihr rausrotieren, so oft es geht. Er soll nur einmal reinkommen und stunt. Und das kann wirklich, das kann euer Leben retten, Freunde. Das kann euer Leben retten. Ich habe das mit dem damals gespielt, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Wen ich auch noch hatte, war Free-to-Play Tech Bulma. Sie hat sich auch im Team, mit ihr habe ich es auch geschafft. Warum? Sie hat eine great Chance, das sollten 70% sein. Wenn mich alles täuscht, steht sie dran. Ja, 70%. Und eine Damage Reduction zu haben von 50%. Heißt, sie tankt sehr, sehr gut als Rotationscharakter. Zusätzlich tut sie euch noch healen pro Rainbow Orb, den ihr einsammelt, um 7777 HP. Sie sollte man auch nicht auf jeden Fall unterschätzen. Mit ihr habe ich es geschafft. Ansonsten könnte ich noch den vielleicht empfehlen. Das ist der Piccolo als Charakter, den ihr immer rein und raussortiert, weil der hat eine Damage Reduction Skill, wenn Guard aktiviert ist, also wenn Typenvorteil hat. Das haben wir, wie gesagt, von minus 50%. Und er tut den Angriff des Gegners verringern. Als Rotationscharakter, den bekommt ihr aus dem Barbershop für Incredible Gems. Den könnte man auch auf jeden Fall erwähnen. Und zu guter Letzt natürlich, wer den hat, der nimmt den auf jeden Fall mit rein. Wie gesagt, unser Boy, vor allem wenn ihr LGF habt, Tenshinhan, das ist ja der Supporter. Wie ich ähnlich gezeigt habe, Pan für Super Agile ist F für Super Tech Type. Ansonsten, Freunde, wäre es eigentlich so viel dazu zu den Charakteren und zum Team Rating Video. Wie gesagt, ich habe das mit den paar Charakteren jetzt geschafft, die ich euch hier gezeigt habe. Hilft euch in den Kommentaren gegenseitig aus, Freunde. Wenn ihr Fragen habt und so sofort, wenn ihr sagt, ey, den habe ich genutzt, mit dem habe es geklappt, dieses Setup geklappt, hilft euch auf jeden Fall da gegenseitig aus. Wenn ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen oder bei mir auf dem Discord-Server. Alle Links sind in der Beschreibung. Ansonsten, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Das heißt, das ist heute ihr Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.